PoE? Neue League? Für die Konsole? Da suchen wir mal drei raus. Ah, da sind schon welche. Rainer! Kennt mein Wert. Hier wird nämlich Daddy. Wir zusammen sind heavy. Ja, und wir wollen auch relativ flott starten und zwar mit den Bone Shatter. Also da wirklich brachial direkt rein. Gar nicht lange quatschen. Bleibt natürlich da mit Liebe und Abo dabei. Man muss es eigentlich nicht sagen, die Leute, die Bock drauf haben, ne, die sind dabei. Und die keinen Bock drauf haben, die gucken sich es nicht an. Also es gibt weg, wenn ihr es nicht wissen wollt, ansonsten. Bone Shatter, ja, eine Variante, wo man sich selber mal ein bisschen auf den Helm haut, um selber dann richtig rauszuballern und vielleicht auch gerade mal als Alternative in einer sehr Bow-lastigen, in einer sehr Totem-lastigen League wieder einmal irgendwie. Also ich meine, wie oft hat man jetzt Tornado Shot gespielt? Ich hätte Tornado Shot auch mit hier reinbringen können, da ich mich aber auf drei beschränken wollte. Wieso eigentlich nur drei? Ja, auf der Konsole, finde ich, sind viele Sachen immer ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen rumvariieren und da ist natürlich auch die Meta anders in Bezug zu Items bekommen. Es spielen weniger Leute und weniger gute Leute. Das heißt, gerade wenn man jetzt auch sich mit Craften nicht so auseinandergesetzt hat, ist es schon schwieriger, das ein oder andere zu bekommen. Gott sei Dank hatten wir natürlich auch auf Twitch das Vergnügen, den Bone Shatter spielen zu dürfen und haben das natürlich auch gemacht. Also wenn ihr da Fragen habt, kommt da gerne vorbei. Dieses Bild kann theoretisch alles. Es ist auch ganz cool für Ultimatum. Also das natürlich auch mit in der Headline im Hinterkopf behalten. Es ist ein Ultimatum-League. Wir alle sind heiß auf Ultimatum. Die League-Mechanik an sich, die kriegt man auch so easy peasy hin. Und hier würde ich euch tatsächlich für den Anfang, für den Start PoE-Builds für die Hardcore-Anfänger empfehlen. Hier wird nicht gesammelt, hier wird wirklich nur gezeigt, um mal reinzukommen. Fürs Endgame sind diese Builds zu lasch. Also da fehlt dann nochmal so die Nuance, um wirklich dann alles wegzuhauen und one-to-shotten, sollte man sich dann da nochmal ein bisschen tiefer anschauen, was da so geht. Aber das auf jeden Fall als erste Native sehr, sehr nice und kann ich nur empfehlen. Bone Shatter bei uns mit auf Platz 1. Wie ihr schon seht, damit könnt ihr alles machen und sei richtig geil erklärt. Besser kann man es nicht machen. Bleibt dabei. So, auf Platz 2. Caustic Error, Poison Error. Ein Bild, was ein bisschen so an Toxic Rain auch erinnert. Viele lieben das, viele mögen das. Ich selber war persönlich noch nie so krass der Fan von. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr gut ist und viele meiner Freunde auch bei uns in der Gilde und so weiter spielen das. Und damit machen sie wirklich auch jeglichen Content. Ich würde jetzt sagen, er ist nicht der übelste Bosser. Jetzt mit minimalistischem Currency Investment. Du kannst jeden Skill zum Laufen bringen. Das seid euch mal gesagt sein. Spielt sich aber sehr leicht von der Hand und gerade auch auf der PlayStation. Man muss nicht so viel machen. Man kann da einfach rein spammen, man kann vor der Distanz schießen und natürlich in dieser League generell Bogenbuilds ganz weit vorne, weit gebufft und auch mit der Aszendenz macht ihr nichts falsch. Pathfinder könnt ihr natürlich dann auch zum Deadeye umbauen, wenn ihr jetzt Tornado Shot spielen wollt, wenn ihr einen Raider spielen wollt und so weiter, ist das einfach eine coole Sache und Link habe ich unten für euch drinnen in der Beschreibung und kommt da auch gerne in Discord, wenn ihr da Hilfe braucht, Anschluss sucht, was auch immer. Jetzt zum Start auf der Konsole haben wir natürlich auch noch ein mega Giveaway. Egal, ob ihr da jetzt auf der Xbox spielt, PlayStation spielt, haben wir da ein paar Giftcards. Also lohnt sich auf jeden Fall auch vorbeizuschauen. Zu schauten bei uns und ja, nicht umsonst immer wieder ein Bild, was die Leute gerne spielen. Ich muss sagen, jetzt in den letzten 2-3 Ligen immer wieder auch zu sehen, dass alle Leute nur Tornado Shot spielen, wird auch irgendwann langweilig. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann gehen wir mal zum Bild 3. Kurz, damit ihr es mal gesehen habt, das hier ist Tornado Shot. Natürlich, auch eine Variante, die spielen geht, sollte auch auf derselben Nummerierung sein wie dort. Das heißt, wer jetzt von weit mit Bogen spielen will, ist Tornado Shot. Lightning Error und diese ganzen Sachen in einem anderen Bildvideo auf jeden Fall Platz 1, Supermeter, gerade Lightning Error und aber Bone Shatter hält immer wieder nochmal so ein bisschen dagegen, gerade für die, die mal Bock haben drauf, mal mehr Melee-Builds statt so ein Caster oder sowas zu spielen, sehr, sehr geil. Ich würde auch persönlich gut finden, wenn es ein richtig heftiger Cyclone jetzt mal wieder schafft, aber da muss man ein bisschen mehr investieren, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, eure Meinung dazu, aber ein Ultimatum gerade mit dem Kreis drehen, das wäre natürlich geil, nur damit ich es mal gesehen habe, das hier ist Toxic, das hier ist Tornado Shot, Mann, meine Fresse, die heißen alle gleich. Ja, bevor wir jetzt zu meinem Bild kommen, hier eine Version, die wahrscheinlich diese League stärker auch besser funktioniert als Eisspeer, aber sehr ähnlich, Eurofront Arc Totem, also man spielt Arc, der natürlich auch von verschiedenen Buffs diese League profitiert
Und damit zerfetzt sie wirklich alles. Nachteil ist natürlich diese passive Spielweise. Man muss sie mögen. Das ist natürlich auch ein bisschen wie bei Minions und so weiter. Auch hier habe ich ein Starterbild für euch genommen, weil es ja wirklich auf der Konsole darum geht zu starten. Und viele von euch sind im Craften auch nicht so krass oder wollen sich dann eher kleinere Uniques kaufen, die auch nicht so übertrieben teuer sind. Und da sind diese PoE-Builds wirklich kostengünstig, um damit auch T16 zu laufen. Wenn man jetzt wirklich Überbosse machen möchte und so weiter, da muss man auf jeden Fall dann nochmal mehr investieren. Da hapern die Builds immer so ein bisschen, wie ich schon meinte. Aber Ark Totem, auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Aber wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich euch eigentlich auch mal kurz mein Bild zeigen, was wir jetzt gemacht haben für die League. Ne? Ich habe natürlich auch jetzt nicht immer Zeit, 4-5 Stück selber so akribisch gut zu machen. Diese Leute spielen das seit mehrerer Zeit und so Bildvideos sind immer sehr aufwendig. Deswegen habe ich mich jetzt für eins einfach entschieden, was ich letzte League gespielt habe, bis Level 96. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, wer es noch nicht kennt, das hier ist der Vince Jordan Kanal. Wir haben jetzt auch schon über 3000 Abonnenten. Sehr cool, coole Sache. Wir machen natürlich auch Musik, Entertainment. Wir haben natürlich auch Diablo gemacht, alles Mögliche. Haben jetzt hier nochmal zum Start die 5 epischen Builds, die ich generell empfehlen würde, aber auf der Konsole, wie gesagt, nochmal ein bisschen anders. Und haben jetzt hier den Hero Font Totem Eisspeer. Mit diesem Bild, muss ich sagen, habe ich wirklich alles gemacht. Und gerade wer Probleme mit Bossen oder so hat, seht hier, das war auf jeden Fall sehr geil. Damit haben wir alles in diesem Game gemacht. Und sind dabei fast eingeschlafen. Muss man natürlich auch für investieren. Also wer jetzt wirklich hier so 300 Millionen Schaden machen möchte und all solche Sachen, der muss natürlich investieren und auch viel Zeit investieren. Und auch diese ganzen Videos, wo ich jetzt 1000 Diff-Cards, Deck-Decks öffne und so weiter, das sind natürlich Stunden, die da reinfließen. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ich jetzt noch ein Team hätte, wo 4-5 Leute noch mit mir Progression machen und das dann im Livestream oder beziehungsweise auf YouTube zeigen könnten, dann wären wir nochmal weiter vorne. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich würde sagen, so mit 20 Minuten bin ich da schon ganz gut reingegangen. Zeigt ja alles. Und wer jetzt denkt, dass das nur ein reiner Bosser ist, das ist auch nicht der Fall, denn wir können unseren Eisspeer austauschen mit Frostpuls und haben dann auch einen Mapper. Das habe ich dann hier auch gezeigt. Ihr solltet euch das Video natürlich nochmal ansehen. Aber so könnt ihr ein bisschen hin und her variieren und wäre auf jeden Fall auch ein Bild, was ich empfehlen würde, diese League. Beziehungsweise Ark Totem ist nochmal ein Tick stärker, aber wer was spielen möchte, was jetzt nicht überkrass Meta ist, findet hier auf jeden Fall was Gutes. So, last but not least möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Und zwar PoE Ninja, der ein oder andere, der schon mal mit mir gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Und zwar sieht man hier Leute, die jetzt schon spielen, welche Builds die spielen. Was besonders gut ist, Raging Spirit zum Beispiel ist auch ein Bild, was wir auf jeden Fall mit reinbringen sollten. Ansonsten sind jetzt hier auch die Top Lightning Arrow, Tornado Shot und Bone Shatter, also die wir jetzt alle im Video haben. Raging Spirit habe ich jetzt nicht mit reingemacht, hatte ich letztes Mal drin. Ich finde es jetzt auch affig, immer wieder dieselben Builds zu zeigen. Also wenn das interessiert, auch auf jeden Fall ein Bild, was man sich ausschauen sollte für die League. Kann man auch alles mitmachen, gerade auch Minion Pets, auch mit den Schemen und so weiter. Diese League sind sehr, sehr geil. Habt diese Seite auf jeden Fall mal im Petto, dann könnt ihr natürlich so gucken, oh, okay, wer macht am meisten Damage, wer hat das, dann könnt ihr auch sagen, so ja, ohne Headhunter oder ohne Mage Blood und solche Sachen, dann könnt ihr euch die Sachen hier ansehen, was die spielen, was die für Cluster haben, natürlich auch, was für eine Pacebin die haben, wie die sich geskillt haben, was da drin ist und so weiter. Ich persönlich spiele nur noch so. Ich spiele gar nicht mehr mit irgendwelchen Builds Videos. Das ist aber eine Geschmackssache und ich glaube, hier erfordert es auch nochmal ein bisschen so Know-how-Hintergrundwissen. Ja, aber wenn ihr das berücksichtigt und ein bisschen damit auseinandersetzt, wie dieses Schweinchen bei Looney Tunes. Wer kennt das? Hey boy, what you doing? Trying to find someone to go on spring break with me. Ja, bleibt auf jeden Fall mit Liebe dabei, würde ich mich sehr freuen. Daumen nach oben und damit seid ihr auf jeden Fall vorbereitet, egal ob PlayStation, Xbox, egal wo ihr spielt. Da könnt ihr den Controller richtig fertig machen und kommt auf jeden Fall zum Release auf Twitch. Da haben wir, wie gesagt, ein Giveaway. Da werde ich dann immer wieder so ein paar Giftcards raushauen. Wir haben hier so ein paar geholt und dann immer bei jedem Hype Train lösen wir aus. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich bedanke mich bei euch. Ich bin's, euer Vince John. Kuss auf die Nuss und ansonsten schönes besinnliches Fest. Wir haben morgen nochmal einen IRL-Stream auf Twitch. Da werden wir diese Hot Chips Essen Challenge machen. Wenn das interessiert, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Link ist auch unten in der Beschreibung. Aber jetzt genug der Werbung. Wir gehen rein, wir müssen grinden. Peace.